Ein ganz herzliches Willkommen zu automotiv.de. Mein Name ist Benjamin. Wir sind heute auf der Vienna Autoshow für die, die gerade so reinkommen mit dem Video und nicht über das Messevideo. Wir sind hier auf der Wiener Automesse, die hier regelmäßig parallel zur Detroit Autoshow stattfindet. Und auch hier gibt es schöne Autos. Diese Messe hier wird von Händlern ausgerichtet, nicht von den Herstellern, aber trotzdem stehen hier ganz, ganz schöne und ganz schicke Sportwagen zum Teil rum. Hier haben wir einen Honda NSX, der schaut ein bisschen aus wie ein Lamborghini oder Ferrari, könnte man gerade meinen, aber es ist tatsächlich ein Honda, ganz neu, auch ganz neu eingetroffen, direkt aus Frankfurt. Wir haben hier 581 PS aus einem V6-Motor hinten drin, also ein Mittelmotorsportwagen. Der Motor sitzt vor der Heckachse, vor der Hinterachse. Aber die Besonderheit ist, es ist ein Hybrid, eine Art Hybrid. Wir haben hier zwei Elektromotoren an der Vorderachse, jeweils mit 37 PS. Und ein Elektromotor noch, der direkt an die Kurbelwelle einspeist. Der hat 47 PS. Zusammen kommt man dann bei den 507 PS Leistung von dem V6-Motor hinten, den wir gleich noch anschauen werden, zusammen mit den Elektromotoren auf diese 581 PS. Geschaltet wird übrigens über ein Doppelkupplungsgetriebe, das aber laut den Fahrberichten, die man so gerade liest, die ersten Fahrberichte sind schon online, so schalten soll, sein 9-Gang-Getriebe so schalten soll wie ein Wandler, wie ein Wandlergetriebe. Das gefällt natürlich uns nicht so sehr. Ein Wandlergetriebe ist immer etwas behäbiger, nicht so sportlich, aber das können wir natürlich auch jetzt nicht beurteilen, wenn wir das jetzt nur so lesen. Es könnte natürlich auch sein, dass mit dem Sportmodus, man hat ja verschiedene Sport, verschiedene Modi, verschiedene Fahrmodi, dass man das dann noch anders einstellen kann. Aber widmen wir uns jetzt einmal der Front, dem Frontdesign, denn ich gehe jetzt einmal ganz kurz darüber. Das ist wirklich ziemlich cool gemacht, finde ich. Wir haben hier ganz lang gezogene, lang gestreckte Linien, relativ untypisch für einen Honda, aber typisch für einen, so einen Sportwagen, der einfach schnittig aussehen soll. Wir haben hier LED-Scheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer. Bei Audi würde man sagen Matrix-LED, das haben wir hier noch nicht, aber wie gesagt Voll-LED. Und hier schöne Verzierungen, schöne Carbon-Elemente, ein Frontspoiler hier und ganz extrovertierte Linien. Mehr dazu sage ich jetzt nicht. Wir haben viele Öffnungen, klar, Mittelmotor-Sportwagen, der muss von vorne nicht ganz so gekühlt werden. Hinten sind noch die größeren Öffnungen, die sehen wir jetzt gleich, wenn wir an die Seite gehen. Mehr dazu sage ich jetzt nicht zum Design, denn man sieht es ja selber. Wir haben hier eine Länge von 4,49 Metern und einen Radstand von 2,63 Metern. Übrigens ein Nachtrag zum Motor, der natürlich hier hinten noch knapp vor der Vorderachse sitzt. Der hat 646 Newtonmeter Drehmoment, das ist ganz schön viel, das ist eine brachiale Kraft für einen V6-Motor übrigens. Biturbo aufgeladen. Das ist natürlich auch geschuldet den Elektromotoren, die da vorne an der Vorderachse sitzen. Wenn wir uns jetzt mal das Seitendesign anschauen, dann sieht man diese typische sportliche Linie, diese Rennwagenlinie, wie man sie auch von dem Lamborghini zum Beispiel kennt oder vom Audi A8. Das ist alles relativ ähnlich, klar. Das sind beide Sportwagen, beide Supersportwagen, die sehr schnittig ist. Und das Besondere ist, er kommt ohne Heckspoiler aus. Wenn wir uns gleich mal das Heck dann anschauen, wir haben hier keinen Heckspoiler notwendig. Die Aerodynamik des Autos ist so gut gemacht, dass ein Heckspoiler, auch ein ausfahrbarer Heckspoiler, wegfällt. Noch zur Seite, wir haben hier optional Keramikbremsanlagen, die hat dieses Fahrzeug hier verbaut. Die kostet so 11.500 Euro und ja, natürlich ein großer Batzen. Bei Porsche ist es auch in diesem Preissegment. Was wir hier noch haben, ist diese Carbon-Elemente unten, die einfach den optischen Schwerpunkt weiter nach unten setzen und diesen relativ großen Lufteinlass, der den Motor hier hinten kühlen muss. Was wir an der Front schon hatten und was wir hier jetzt am Heck auch wieder haben, ist diese ganze Scharfkantigkeit. Manche sagen, es ist vom F16 Kampfjet abgeschaut, sowie auch das Teile des Interieurs. Hier haben wir eine ganz, ganz klare Linie hier drin, die diese zwei Elemente richtig teilt. Das kennen wir auch von Lamborghini, das kennen wir auch vom Design von Lamborghini. Dadurch ist Lamborghini bekannt geworden. Das verwendet Lamborghini auch in diesen Tagen. Zudem haben wir wieder dieses durchgängige Leuchtband, was wir auch aus dem Volkswagen-Konzern bei Porsche kennen oder jetzt eben beim Bugatti Chiron, den wir gerade gesehen haben. Zwar anders im Design, viel scharfkantiger, nicht mehr so rund, aber wir haben auch wieder hier das durchgängige Leuchtband, Voll-LED-Rückleuchten, die ein bisschen, so ein ganz, ganz leicht ein bisschen an Aston Martin erinnern und dann wieder diese Spiegelung von vorne mit den großen Lufteinlässen hier unten. Das haben wir auch wieder, als auch das Carbon-Package da unten und diesen massiven, wirklich massiven Diffusor, der so gut sein soll, so viel Anpressdruck liefert, dass wir hier
auf einen ausfahrbaren Spoiler tatsächlich verzichten können. Der Grundpreis dieses Fahrzeugs hier liegt bei 187.000 Euro. In Österreich, wo wir ja gerade auch sind, in Wien, da ist es etwas teurer. Durch Steuern und Zölle liegen wir schon bei 230.000 Euro Grundpreis. Wenn wir den 187.000 Euro Grundpreis aus Deutschland, erfreulicherweise aus Deutschland, kennen und noch ein paar extra Pakete drauflegen, also zum Beispiel das Carbon-Paket oder auch die Keramikbremsanlage und ein paar Interieurdetails, vielleicht Leder, vielleicht da nochmal ein Carbon-Applikation, dann sind wir schon wahrscheinlich sehr schnell bei 205.000, 210.000 Euro. Und das ist ganz schön happig für einen solchen Sportwagen hier. Aber gut, man kriegt ja auch ordentlich Leistung und ordentlich Optik. Hier im Interieur des Honda NSX oder Acura in den USA fühlt man sich eigentlich sofort wie in einem Supersportwagen. Es ist ja eigentlich auch ein Supersportwagen. So ein bisschen Toyota GT86-Feeling, den wir auch neulich hatten, hat man hier. Man sitzt schön tief. Die Motorhaube, da sieht man nur noch rechts und links ein bisschen das rote Blech. Ansonsten verschwindet sie relativ schnell. Wir können hier zum Interieur allgemein sagen, es ist ein bisschen wülstig gemacht, aber gleichzeitig auch irgendwie aufregend. Es hat ein aufregendes Design, auch ähnlich wie außen, so ein bisschen Kampfjet-Optik. Wir haben hier sehr, sehr große Türgriffe, an denen man sich tatsächlich auch möglicherweise irgendwo mal festhalten kann auf der Rennstrecke, wenn man als Fahrer selbst zu schnell durch die Kurve fährt. Aber ansonsten haben wir hier Bicolor-Ausstattung, also Bicolor-Leder in Rot-Schwarz, in diesem Fahrzeug hier mit schönen Alcantara-Applikationen hier in der Mitte. Das ist tatsächlich untypisch für ein Fahrzeug, dass man hier in der Mitte noch Alcantara-Inlay hat. Ansonsten hier Alcantara noch ein bisschen. Und auch diese Optik hier von den Lüftungen, sind das echte Lüftungen? Ja, genau, sind echte Lüftungen. Die widerspiegeln sich natürlich auch wieder mit den Einlasslüftungen da am Exterieur, an der Karosserie hinter der rechten und linken Fahrertür und Beifahrertür. Wir können das Getriebe hier manuell schalten, rechts natürlich hoch, links runter, aber diese Schaltknöpfe hier, die fühlen sich etwas, ja, nicht so unglaublich hochwertig an. Muss man schon sagen, das ist bei anderen Vergleichsprodukten, gerade wenn wir in Porsche-Konzernen gehen, dann ist es irgendwie ein bisschen hochwertiger. Hier klacken sie schon sehr. Aber das stört möglicherweise nur mich. Das ist eine relativ subjektive Auffassung. Alle Sportwagen, alle Supersportwagen, mittlerweile sogar normale Fahrzeuge, relativ normale Autos, haben die sogenannten Fahrmodi-Wahl und oder der Fahrmodus-Schalter. Und den haben wir hier auch. Hier in der Mitte schön konzentriert. Wir haben 4 Fahrmodi. Wir können es jetzt leider nicht anmachen hier, weil der Schlüssel ist weg und irgendwie scheint hier das Auto abgeklemmt zu sein, beziehungsweise die Elektronik. Aber wir haben hier Sport, Sport Plus und einen Track-Modus dabei, der auch die verschiedenen Systeme steuert, auch das ABS, das ESP steuert und die Gaspedal-Kennlinie steuert, auch das Feedback, die Todeszone des Lenkrads und den Widerstand des Lenkrads und die Schaltvorgänge natürlich auch. Was wir hier noch haben, ist ein zentrales Display hier in der Mitte. Das können wir leider auch nicht anmachen, weil wir gerade den Schlüssel dazu nicht haben. Aber es schaut nicht übermäßig groß aus, schaut aber schön aus, ist mit der Glasplatte verdeckt und ist auch gut erreichbar, ist bestimmt Touchscreen garantiert. Dann haben wir hier noch die ganzen Knöpfe für Parkmodus, Rückwärtsgang und Schalten, ob man manuell schalten möchte oder nur Automatik. Und zu guter Letzt, neben den zentrierten Analog-Displays dort vorne haben wir ein Multifunktionslenkrad hier drin, das auf den ersten Blick etwas überladen scheint, aber mit Tempomat und den ganzen Einstellungen durch die Menüs sowie Telefon und Multimedia-Systemkennung wird man damit wahrscheinlich relativ schnell, relativ gut zurechtkommen. Insgesamt bekommt man natürlich hier ein Auto für einen relativ hohen Preis dafür, dass es Honda ist. Das klingt jetzt etwas komisch, aber muss man ja schon sehen. Es ist ein Newcomer-Auto, auf jeden Fall relativ Newcomer. Natürlich gab es in früheren Zeiten so ein ähnliches Auto auch schon mal. Aber in dieser Form ist es ein Newcomer-Auto und da zahlt man gleich mal einen ordentlichen Preis von 187.000 bzw. mit Ausstattung dann ordentlich über 210.000 Euro, das einem Lamborghini gleicht. Das aber ein bisschen anders ist und ein bisschen noch irgendwie aggressiver und besonderer. Im Interieur, muss ich sagen, gefällt es mir jetzt momentan noch nicht ganz so gut wie ein Lamborghini, denn da spielt eigentlich der Volkswagen-Konzern spielt einfach eine zu große Rolle in der Interieurgestaltung, im Interieurdesign, was wir hier noch nicht so richtig haben.
Hier haben wir viele, viele verschiedene Linien, die tatsächlich Unruhe reinbringen hier. Das ist bei Lamborghini nicht mehr der Fall. Aber gut, das ist Geschmack und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob es einem gefällt. Die Fahrleistung, wir sind das Auto natürlich nicht gefahren. Die Fahrleistungen sind bestimmt atemberaubend. Mal sehen, ob wir noch in nächster Zeit dazu kommen, dieses Auto irgendwann mal zu fahren. Aber auf jeden Fall optisch eine richtig coole und schöne Sache.